Ja, hier ist wieder euer Borgelkat. Ich bin auf der Karte Morovanka. Das ist ein Begegnungsgefecht. Und Gott sei Dank gibt es nur eine einzige Arti pro Team. Ich selber fahre den T25-2. Das ist ein Tier 7er Panzerjäger der Amerikaner. Ja, der auf der Basis vom T23 1943 entwickelt werden sollte. Da der T23 aber nie in die Los Truppe geht's. übernommen worden ist oder in die Truppe gekommen ist, hat man auch die Entwicklung eines Panzerjägers auf dessen Basis eingestellt oder erst gar nicht richtig begonnen. Es gab von diesem Fahrzeug nur Blaupausen. Das ist das, was uns Wargaming hier geschichtlich anbietet. Nicht viel. Aber ist ja nicht schlimm. Ich mag ihn doch ganz gerne, habe auch die Endkanone natürlich eingebaut. Das ist eine 90 mm Kanone, ein Ansetzer, ein Scherenfernrohr und ein Tarnnetz drauf. Ja, ich überlege, ob ich ihm vielleicht nochmal eine permanente Tarnung verpasse für wenig Gold. Ich weiß es noch nicht. Ja, was versuchen wir? Wir versuchen hinten zu bleiben, wie ein TD zu arbeiten und aus der Deckung oder aus der Entfernung oder Tiefe des Raumes heraus den Feind zu bekämpfen. Ich hoffe, mein Team deckt die Feinde frühzeitig auf, die Feinde mich nicht. Und dann gibt es 90 mm Geschosse für den anrückenden Feind. Ja, das ist hier ein Tier-8er Gefecht. Ist nicht schlimm, ich bin ja Tier 7, das wird schon passen. Oh, irgendwer kriegt da Feuer. Das heißt, bewegen. Ich bin jetzt auch aufgedeckt. Also weg vom Feind. Ich bin wieder aufgedeckt, also nochmal verschieben. Und einfach dran denken, nachdem man aufgeklärt worden ist, ist man 6 Sekunden noch auf der Minimap sichtbar. Es gibt auch Artis, aber nicht unbedingt in dieser Tierklasse. Die haben noch eine Zusatzfähigkeit der Richtschütze, ich glaube. Wie heißt denn das jetzt bloß? Ist ja auch egal, die haben eine Zusatzfähigkeit, manche Arti-Spieler in den großen Tierstufen, dass sie das Ziel 2 Sekunden länger sehen. Also praktisch sehen sie das Ziel dann 8 Sekunden aufgedeckt. Also nicht wundern, wenn euch einer doch noch wegbläst. Die Lampe, dass man aufgedeckt worden ist, hier der sechste Sinn, geht erst 3 Sekunden, nachdem man aufgedeckt worden ist, auf. Also, wenn ihr das beherzigt und euch sagt, Lampe geht an, sofort weg, geht es oft gut. Wieso? Ist ja ganz logisch. Der Gegner visiert euch an. Braucht auch einen kleinen Moment. Er hat 3 Sekunden Zeit, könnte schießen und wenn ihr dann sofort abhaut, kann es gut gehen, muss aber nicht. Wartet ihr zu lange, könnt ihr trotzdem kassieren. Weil der Gegner halt schon 3 Sekunden euch eingerichtet gezielt hat. Ist ja ganz klar. Habt ihr auch verstanden. Brauche ich nicht weiter erklären. Na, da habe ich gleich noch einen Blindshot hinterher. Halten wir nur noch ein bisschen tiefer an und hauen noch einen Blindshot hinterher. Nein. Da kommen wir nicht ran. Gut, mein Team deckt da doch gut auf. Ah, IS-3 Frontal. Ich befürchte, das wird nichts werden, aber wir versuchen es einfach mal. Was haben wir denn zu verlieren? Munition haben wir genug mit.
Ja, da ziehen wir ein bisschen nach. Vielleicht ergibt sich da doch noch jetzt was. Ja, man soll eigentlich nicht so offensiv spielen, aber ich hoffe als TD diesmal da mit durchzukommen mit dieser Masche. Noch bin ich nicht aufgedeckt, wie es aussieht. Also. Ah, hier ist 3. Die nächste wird eine Goldgranate sein. Ich muss weg. Er hatte, glaube ich, seinen Turm auf mich gerichtet. Ja, bei einer IS-3 habe ich scheinbar Probleme mit dieser Kanone. Dann werden wir mal zu unfairen Mitteln greifen und ihm Gold auf den Pelz geben. Was heißt unfair? Das ist halt so. Er ist ein harter Hund. Gold setze ich nicht übermäßig ein. Allerdings bei manchen Fällen geht's ja kaum anders. Weil wir wollen ja ehrlich gesagt gewinnen. Ich schieße persönlich selten Gold auf einen anderen Panzer, außer auf meinen Babywerfer. Ich versuche das doch sparsam einzusetzen, auch aus finanziellen Mitteln oder Sicht. Tja, irgendwie waren wir nicht aufgedeckt, irgendwie kriegen wir hier auch kein Feuer. Also, wieder in die Stellung. Hoffentlich arbeitet gleich das Periskop. Und dann sage ich einfach mal Feuer frei. Ah. Komm, 3 Goldgranaten habe ich noch, IS-3. Und jetzt lade ich auch nur noch normale Munition. Ich sehe nun nicht unbedingt einen Gegner, der unbedingt Goldmunition braucht. Die sind alle so zerstörbar. Jetzt gehe ich auch offensiv nach vorne. Ich hoffe, ich kriege den Panzer Selbstverlafette 5 vor der Kanone. Der war ziemlich angeschlagen. Das müsste ein One-Shot sein. Da ich noch Full Life bin, sollte das zu meinen Gunsten ausgehen, wenn wir uns kloppen. Oh oh, 10-9. Wieso steht's 10-9? Wir waren doch gerade so schön. Kette reparieren, falls die Arti mich anvisiert, und Gas. Bisschen lenken. Falls die Arti mich aus der Sicht verloren hat, nicht dass sie mich blind jetzt wegbrezelt. Mal gucken, ob er hier irgendwo bei der klassischen Arti-Stellung sich rumtreibt. Nein, da hinten auch nicht schlimm. Ich kriege auch noch rein. Ah, der AMX ist nun mal flach. Aber da haben wir ihn. Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Nicht verstecken. Wie soll ich denn da treffen, Kenaron? Oder wie heißt du nochmal genau? Kevin Von, wie auch immer. Ich kann es nicht aussprechen. Sollen sich die Engländer mal ordentliche Namen einfallen lassen, die auch ein Deutscher aussprechen kann. Wir haben ja auch unseren Panzernamen gegeben wie Tiger. Da können sie ihn Tiger rufen. Statt so eine Zungenbrecher. Wir haben sie böse erwischt. Na. Ah,
Ja, da ist er doch raus. Ist doch schön. Nicht mein Verdienst, aber jetzt führen wir endlich wieder ordentlich. So, da ist der eine Strolch da hinten, der T20. Da war der Strolch. Und wo hockt der Centurion hier im Wald? Na, langsam anschleichen. Langsam im Wald reintasten. Und Feuer frei. Ja, da haben wir unseren 5. Kill. Das war doch ein schönes Video. Hat auch Spaß gemacht zu spielen. Ja, das Gefecht wäre Überlegenheitsabzeichen erste Klasse wert gewesen. Dann auch nochmal den Sensenmann. Dann haben wir 24 Schüsse abgegeben, 18 direkte Treffer, 14 Durchlasttreffer, Schaden 2905 gemacht. Über 300 Meter Entfernung war der Schaden, den ich machte, 2851. Wir haben 2 Treffer erhalten, das war ein Wirkungstreffer, ein nicht durchschlagender Treffer. Schaden abgewehrt durch Panzerung 540, doch eine Masse. Für einmal nicht durchgeschlagen, das war also ein großes Kaliber. Gegner beschädigt 6, zerstört 5, Schaden durch Spielerunterstützung 474. Ja, da ich Goldmunition geschossen habe, habe ich dank Premium immerhin 746 Credits über. Ihr seht, Goldmunition ist teuer. Gut, es gab ordentlich Erfahrungspunkte, das Spiel hat Spaß gemacht. Aber finanziell gesehen ist das Wahnsinn, sollte man sparsam einsetzen. Aber bei den 2 IS-3 habe ich keine Chance gesehen. Erstens sind sie frontal relativ angeschrägt. Zweitens sind die seitlichen Wannen teilweise durch Schottpanzerung geschützt, so dass ich mit meiner kleinen Knifte auf dieser Entfernung einfach gesagt habe, koste es, was es wolle, Goldmoon her. Gut. Ohne Premium-Account wäre das ein Gesamtverlust gewesen von 12.596 Credits, ja. Goldmondschießen ist teuer, also sparsam einsetzen. Gut, in diesem Fall trifft es ja keinen Arm, ich kann es verschmerzen. Und ich habe hier 1719 Erfahrungspunkte bekommen. Das war ein Dreifachgefecht und so sind es dann 5157 Erfahrungspunkte. Und wie schon im Video mit dem M10 Wolverine gesagt, besonders freuen tue ich mich eigentlich über die 255 freie Erfahrung, die ich einfach zurzeit nicht brauche, sie anspare und wenn ich sowas mal brauche, genug liegen habe. Gut, das war's eigentlich auch mit diesem 25-2er. Er ist nicht schlecht, macht mir auch Spaß. Von daher Empfehlung, diese Reihe zu spielen. Natürlich, ihr kommt dann auf dem T110E4 oder auch den T110E3, wenn ihr die ganzen amerikanischen TD spielt. Beide Linien, die da hinführen, fand ich gut. Gut, der 90er, der dann in der einen Linie ist, ist gewöhnungsbedürftig, auch der T28. Aber mir liegen diese Fahrzeuge. Sie haben mir Spaß gemacht. Auch der Prototyp T28 hat mir Spaß gemacht. Es sind keine Rennmaschinen später, die Panzer, aber wer damit leben kann, dass er nicht der Erste in einem Rennen ist, dem würde ich durchaus die amerikanischen
Panzerjäger empfehlen. Und damit, ciao, euer Borgelkatt.